Was bedeutet Audit Management? Hinter dem Begriff Audit Management stehen die Anforderungen der ISO 19011. Diese Norm beschreibt die Planung, die Durchführung und Berichterstattung der internen Audits. Welche Vorteile bietet dabei NACE? NACE unterstützt die Unternehmen bei dem kompletten Prozess, der von der 19011 gefordert wird. Das heißt, die Unternehmen können die komplette Planung der Audits, die Durchführung der Audits mit den ganzen Auditberichterstattungen und Verfolgung der Maßnahmen im NACE abzubilden. Und was kann die Audit Management App? Die Audit Management App bildet den ganzen Prozess ab. Das heißt also, die ganzen Planungen, also Auditplan für das ganze Jahr wird erstellt im NACE. Dabei können von Unternehmen die hinterlegten Normen eingesetzt werden. Ja, die Auditoren verlangen ja auch, nach welchen Kriterien bzw. nach welchen Kapiteln der Norm wurden die Audits durchgeführt. Das heißt, es wäre eins schon drin, die Normen. Die Prozesse des Unternehmens sind abgebildet, die Verantwortliche. Somit kann man bei der Auditplanung auf die bestehende Struktur des Unternehmens im NACE schon zurückgreifen und dabei einen kompletten Audit-Jahresplan erstellen. Dieser Audit-Jahresplan kann dann von Verantwortlichen, zum Beispiel von Geschäftsführung, freigegeben werden. Und die Betroffenen bzw. zu auditierenden Mitarbeiter des Unternehmens werden hiermit auch eingeladen. Ja, das heißt, die ganze Terminplanung erfolgt dort mit Erinnerungsfunktion an diese Termine aus dem NACE. Und wenn die Audits dann stattgefunden haben, wird dann auch von Auditleiter der entsprechende Auditbericht erstellt. Der Auditbericht besteht neben dem allgemeinen Teil auch aus den Feststellungen. Die komplette Auditplanung ist dann somit im NACE. Und die Auditberichterstattung auch. Wie sieht diese aus? Also die Audits werden durchgeführt von den Auditleitern oder Co-Auditoren. Und die Auditberichte werden dann geschrieben im NACE. Und hierbei werden dann auch Feststellungen, die vor Ort festgestellt wurden, beschrieben. Diese Feststellungen unterscheiden wir, wie das auch verlangt wird von der Norm, in Hinweise, Neben- und Hauptabweichungen. Und bei diesen entsprechenden Feststellungen, Maßnahmen wird dann auch verantwortliche Person angezogen mit Terminen. Das heißt, das ganze Prozedere, was normalerweise früher ohne systemische Unterstützung via Excel gemacht wurde von den Auditoren, ist komplett in der Datenbank bei uns und zu jeder Zeit auch aufrufbar. Das heißt, die historischen Daten, die abgeschlossenen Audits sind auch für Auditoren aufrufbar. Maßnahmen werden verfolgt. Ja, die verantwortlichen Mitarbeiter des Unternehmens, die Maßnahmen verantworten, haben diese als Aufgaben im Dashboard. Das heißt, sie können sie da auch jederzeit aufrufen, teilbearbeiten bzw. auch irgendwann abschließen zu gegebener Zeit. Und nachdem diese Maßnahme von einem Verantwortlichen abgeschlossen wurde, landet diese zur Wirksamkeitsprüfung bei dem Auditleiter. Dieser bewertet dann die durchgeführte Maßnahme und entscheidet, ob dann diese Maßnahme wirksam war oder lehnt diese Maßnahme ab und die kommt wieder als Aufgabe bei dem Verantwortlichen für diese Maßnahme. Das heißt, diese ganze Auditverfolgung bzw. Maßnahmenverfolgung ist in NACE und kann zu jeder Zeit eingesehen werden. Es besteht auch Möglichkeit, das wird auch oft gefragt, Eskalationen auszulösen. Das heißt, der Auditleiter ist nicht derjenige, der dann dem Ganzen hinterherlaufen muss, sondern aus dem System heraus kommen dementsprechend auch Erinnerungen und, wenn es nicht anders geht, auch Eskalation an Vorgesetzten. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Audit Management App alles, was die Auditierung, Auditplanung benötigt, umfasst. Das sind die Prozesse des Unternehmens, Dokumente, Mitarbeitende, Normen, Normkapitel, alles, was man für die Planung, Durchführung und für die Berichterstattung der Audits benötigt, ist in dieser App enthalten.